Die mediale und politische Kampagne gegen die Autorin der Taz-Kolumne All Cops are berufsunfähig ist ein rechter Versuch, den Gegner einzuschüchtern und einen Geländegewinn im Kampf um die Hegemonie im öffentlichen Raum zu erzielen. An dieser Kampagne nicht mitzuwirken und sich ihr entgegenzustellen, ist eine Frage der politischen Klugheit, aber auch des Prinzips, die Redefreiheit als Mittel der Kritik an den herrschenden Verhältnissen zu verteidigen. Die von manchen laut erhobene Forderung, solches Verhalten genüge nicht, auch ein Lob des Textes sei unbedingt erforderlich, ist Ausdruck einer Kriegslogik. Wer nicht völlig mit uns ist, der ist ganz gegen uns. Das kann man lesen in einem Artikel von Michael Bittner in der Tageszeitung Neues Deutschland, und mit Michael Bittner spreche ich jetzt. Hallo. Hallo, guten Morgen. Du schreibst ja, dass sich beide Seiten in dieser Auseinandersetzung in Widersprüche verwickeln. Was sind denn das für Widersprüche? Ja, die Widersprüche liegen darin, dass die verschiedenen Lager in dieser Debatte sich Argumentationsweisen bedienen, die normalerweise genau der politische Gegner verwendet. Also da wird auf der linken Seite eine uneingeschränkte Rede- und Satirefreiheit eingefordert, die sonst da eher nicht so en vogue ist, sondern wo man normalerweise eher schon bestimmte Worte aus dem Diskurs ausschließen will, weil sie wirklich oder angeblich verletzend sind. Und auf der anderen Seite entdecken jetzt plötzlich Rechte, dass Worte irgendwie diskriminierende Wirkung haben können und menschenfeindlich sein können, und fangen plötzlich an zu fordern, man solle doch solche Äußerungen im Diskurs ausschließen, weil das eventuell Leben gefährden könne oder Gewalt auslösen könne. Also ich fürchte, da sind beide Seiten ein bisschen sehr pragmatisch in der Art, wie sie ihre Argumente aussuchen und dann jeweils das sagen, was normalerweise der Gegner sagt, weil es gerade politisch opportun ist. Und das wirkt eben ein bisschen unglaubwürdig, wenn man sich das in dieser Konstellation anschaut. Du schreibst von Kriegslogik und jetzt auch sprichst von Seiten. Ist das ein Krieg oder was ist denn das? Tatsächlich eine Debatte um Hegemonie und um Macht? Worum geht's da? Ja, ich habe das ja ein bisschen in Zusammenhang gebracht mit einer Strömung, die man mit dem Begriff Identitätspolitik, der jetzt mittlerweile vielleicht auch schon ein bisschen inflationär gebraucht wird, in Verbindung setzt, wo gesellschaftlich unterdrückte Gruppen sich zusammenschließen und diese Identität dann quasi positiv aufnehmen und für Gleichberechtigung eintreten, woran überhaupt nichts Falsches ist. Aber jeder Zusammenschluss als Gruppe droht nun mal in eine Freund-Feind-Logik umzukippen, die nicht umsonst ein Lieblingskind der Rechten ist, weil sie eben dazu führen kann, dass eine gewisse Verblödung eintritt. Und diese Gefahr besteht natürlich auch, wenn man aus progressiver Perspektive sich in solche Gruppen einteilt und dann in dieser Gruppe zum Kampf antritt. Und dadurch kann es eben zu einer Kriegslogik kommen, wo es überhaupt keinen Sinn mehr für Ambivalenzen, für graduelle Unterschiede, für mögliche Bündnisse mit Leuten außerhalb dieser Gruppe kommen kann. Und das ist eben die Gefahr, die ich sehe und auf die ich auch hingewiesen habe, ohne dass ich deswegen identitätspolitische Befreiungskämpfe oder Emanzipationskämpfe grundsätzlich für falsch halte. Selbstverständlich nicht. Du schreibst von Solidaritätszersetzung, also dass die identitätspolitisch orientierte Linke eben die Solidarität zersetzt, nach der sie nun ruft. Was meinst du genau damit? Auch da, vielleicht habe ich das nicht genug differenziert, das ist auch schwierig in so einem kleinen Artikel das zu machen. Es sind gewisse Auswüchse der sogenannten Identitätspolitik, die da in dieses Raster fallen. Wenn beispielsweise einfach Bündnisse dadurch verunmöglicht werden, dass man alles außerhalb der Gruppe schon als Feind betrachtet. Also wenn man beispielsweise sagt, alte weiße Männer sind grundsätzlich der Feind oder gehören auf den Müll. Wie soll ich dann noch erwarten, dass dieselben alten weißen Männer möglicherweise auch unter bestimmten Diskriminierungen leiden, ökonomischen zum Beispiel? Wie soll ich dann die überhaupt noch möglicherweise davon überzeugen, dass sie zu Bündnispartnern werden können? Das sind dann so negative Effekte. Wie soll ich überhaupt noch Solidarität herstellen, wenn ich weißen Menschen zum Beispiel abspreche, dass sie überhaupt Rassismus in irgendeiner Weise sich einfühlen können, ja, oder Empathie entwickeln können. Wenn ich sage, Weiße haben über Rassismus überhaupt nicht mitzureden, die können überhaupt nicht begreifen, was das ist, wie soll ich dann überhaupt noch den Versuch unternehmen, Solidarität zu wecken zwischen verschiedenen Gruppen von Unterdrückten? Ja, wenn nur Frauen verstehen können, wenn nur Schwarze Schwarze verstehen können, wenn nur Homosexuelle Homosexuelle verstehen können, wie soll dann noch ein Bündnis von verschiedenen Gruppen gebildet werden, die um Emanzipation kämpfen? Ist das so eine Art moralischer Totalitarismus, der sich als Humanismus tarnt? Ich finde es immer schwer zu enttarnen, oder geht das? Ja, Totalitarismus ist so ein Begriff, der auch ein bisschen inflationär angewendet wird. Ich würde da ein bisschen vorsichtiger sein. Ich sehe die gute Absicht
die hinter allen diesen Bewegungen steht, und möchte nur darauf hinweisen, dass auch gute Absichten manchmal auf Abwege führen können. Und das scheint mir hier in manchen Bereichen doch der Fall. Woran erkenne ich denn, dass ich ein Identitätslinker geworden bin? Vielleicht sogar noch, wie Svenja Flaspöhler sagt, ein dauerbeleidigter Identitätslinker, der eben in seiner Blase drin ist und sich eben auch in andere gesellschaftliche Gruppen gar nicht mehr reinversetzen kann. Ist das so ein schleichender Prozess oder woran würdest du das erkennen? Ja, erkennen, dass irgendwas falsch läuft, kann man vielleicht, wenn man gar nicht mehr in der Lage ist, mit anderen überhaupt noch zu diskutieren. Wenn man abweichende Positionen, selbst wenn sie im eigenen Lager auftreten oder selbst wenn sie unter Leuten auftreten, die im Grunde dasselbe Ziel haben, nämlich menschliche Emanzipation oder gesellschaftliche Gleichheit, wenn man mit denen nicht mal mehr reden kann, wenn man da jede Abweichung sofort als wie Verrat, Opportunismus, Rechtsoffenheit deutet, da läuft sicherlich irgendwas falsch, weil gerade eine Bewegung, die sich für Vielfalt einsetzt, sollte natürlich auch akzeptieren, dass es auch in der linken Bewegung Vielfalt gibt, verschiedene Perspektiven, sei das nun verschiedene Identitäten oder auch verschiedene Schwerpunkte von Anarchismus bis weiß ich nicht, demokratischem Sozialismus, sollte da eigentlich viel möglich sein. Und die Linke gewinnt ja auch dadurch, dass sie in sich different ist und nicht so eine Pseudo-Einheit, die von Autorität zusammengehalten wird, wie bei der Rechten existiert. Also daran sollte man vielleicht schon erkennen, dass da irgendwas falsch läuft und sich da möglicherweise mal ein bisschen offener verhalten und vielleicht auch ein bisschen selbstkritischer. Und vor allem, und das finde ich immer ist ein ganz sicheres Zeichen dafür, dass irgendwas falsch läuft, nämlich Humorlosigkeit. Also wenn man nicht in der Lage ist, über sich selber zu lachen, genauso wie man über andere lacht. Da ist irgendwas falsch. Lea Susemichel hat ja in so einem Buch über linke Identitäten geschrieben, dass Identität kann als Immunisierungsstrategie gegen Kritik instrumentalisiert werden. Ist das das, was du meinst, dass man so irgendwie Kritik abprallt und man sich immer beleidigt fühlt und angegriffen? Kann das so ein Indikator sein? Das kann so ein Indikator sein. Also wenn man quasi, es ist sicherlich in der Gesellschaft nicht irrelevant, aus welcher gesellschaftlichen Position jemand redet. Ja, also wenn irgendein DAX-Vorstand darüber schwadroniert, dass doch bitte die Sozialhilfeempfänger nicht so verschwenderisch oder gierig sein sollen, dann ist es natürlich absurd. Aber wenn man überhaupt keine Argumente mehr wahrnimmt, sondern nur noch danach schaut, welche Sprecherposition jemand einnimmt, dann ist es zum Beispiel so eine Immunisierungsstrategie gegen Kritik. Also wenn ich sage, du, es ist vollkommen egal, was du sagst, du bist weiß, dann ist das eine Art, eine Diskussion unmöglich zu machen und abzuwürgen und übrigens auch Individualität abzuwürgen. Das ist genau dasselbe Verfahren, wie es, nicht genau dasselbe, aber ein ähnliches Verfahren, wie es Rechte anwenden, bei denen schon klar ist, wie jemand tickt oder wie jemand ist, indem er zu irgendeiner Gruppe zugeordnet wird. Und das halte ich für gefährlich. Also das heißt, es ist nicht so ein pubertäres Ding, was irgendwann weggeht, sondern kann das zu einer Haltung, zu einer Strömung werden, die tatsächlich gefährlich ist? Ja, gefährlich vor allem für sie selbst, weil die natürlich genau die Solidarität versetzt, die wir eigentlich als Linke, oder muss ja nicht mal links sein, es kann ja auch einfach progressiv oder emanzipatorisch sein, die wir eigentlich bräuchten. Und das ist ja auch kein neues Phänomen, ne? Wir haben ja auch in der klassischen Linken, sagen nennen wir sie Arbeiterbewegung, hatten wir schon genau dieselben Probleme. Wie geht der Kampf für Gleichheit damit zusammen, dass wir uns erstmal als Gruppe von Ungleichen konstituieren müssen? Das ist immer ein Widerspruch drin. Eben die klassische Arbeiterbewegung hat das derart gelöst, dass sie gesagt hat, die Arbeiterklasse kämpft zwar darum, die Macht zu ergreifen, aber nicht um dann eine neue Herrschaft aufzubauen, sondern um Klassenherrschaft überhaupt abzuschaffen, um Klassen überhaupt abzuschaffen. Und dass das dann nicht ganz so geklappt hat, sollte uns vielleicht eine Warnung sein, dass man immer aufpassen muss, dass der notwendige Umweg über Ungleichheit nicht dazu führt, dass diese Ungleichheit dann wieder verstetigt wird, die man doch eigentlich abschaffen wollte. Das ist ein Gedanke, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Ich bin manchmal hin und her gerissen, denn das sind ja oft junge Menschen, die intelligent sind, gut ausgebildet, vernetzt, kreativ in den Protestformen, aber manchmal so eine militante Intoleranz raushängen lassen, wo ich denke, lasse mal machen, aber manchmal denke ich auch, nee, eben nicht. Kannst du meine Zerrissenheit verstehen? Ich kann das ganz gut verstehen, weil ich auch diese jungen Leute, das ist gar nicht so alt, bin ich eigentlich auch noch nicht, aber na gut, mittlerweile schon, weil ich die auch zum Teil ganz gut verstehen kann. Ich kann gut die Anliegen verstehen, die sie haben. Ich kann gut den Zorn irgendwie von schwarzen Menschen, von Frauen, von Homosexuellen verstehen, die auch sicherlich zu Recht zornig darüber sind, dass ihre Anliegen so lange
ignoriert wurden und jetzt natürlich die alten weißen Männer im Verdacht haben, dass diese ganze Kritik an möglichen Irrtümern der Identitätspolitik bloß dazu dient, um die Privilegien zu verteidigen. Und manchmal mag das durchaus auch so sein, bloß grundsätzlich sich der Kritik und Selbstkritik mit dem Argument zu verweigern, dass jede Kritik nur das wahre und gute und schöne Anliegen schwächt und verrät, das ist sicherlich auch nicht die Lösung. Du schreibst ja vom Universellen, vom Universalismus, den man als Grundlage begreifen muss. Und das ist eigentlich irgendwie ein Widerspruch. Und du sagst, dass wenn man das nicht darauf besteht und sich in seine linke Blase zurückzieht, dann am Ende allein bleibt und auch keine Mehrheiten mobilisieren kann. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor. Ist auch schwer, oder? Es ist auch schwer, ja. Aber ich meine, es muss ja einen Grund haben, dass irgendwie die Linke in den meisten Ländern zurzeit irgendwie gerade nicht so wahnsinnig gut abschneidet oder wahnsinnig viel bewegt. Jetzt die Schuld daran, irgendwie allein der Identitätspolitik anzulasten, ist natürlich auch Quatsch. Es hat auch mit sozioökonomischen Faktoren zu tun, mit Gesellschaftsentwicklung und so weiter. Aber einen gewissen Aspekt gibt es da schon, der damit zu tun hat. Weil was man bräuchte, wäre eben ein Bündnis von verschiedenen Gruppen, die alle ein Interesse daran haben, in der Gesellschaft was in Richtung Gleichheit und Gerechtigkeit zu verändern. Und das wäre ja auch möglich. Es ist ja überhaupt kein absoluter Widerspruch zwischen der sogenannten Klassenpolitik und Identitätspolitik, weil die meisten sozial Benachteiligten, viele sozial Benachteiligte sind ja auch Frauen. Gerade Migranten gehören oft zur arbeitenden Bevölkerung, die sehr wenig Geld hat, zu den sozial Benachteiligten. Also da sind überhaupt keine fundamentalen Widersprüche. Es gibt Widersprüche, aber die müssten überhaupt nicht Zusammenschluss verbinden. Deswegen ist es durchaus möglich, eine soziale Bewegung auf die Beine zu stellen, die so auch Klassen- und identitätspolitische Anliegen berücksichtigt. Nur dazu müsste man halt erstmal miteinander reden und man müsste darauf verzichten, den jeweils anderen als Feind oder Verräter zu betrachten. Das heißt, Identität ist an sich mal nichts Schlechtes oder Identitätspolitik, vielleicht auch linke Identität, wenn sie nicht von dem Ross der moralischen Überlegenheit kommt, was ja manchmal ziemlich hoch ist, so von oben herab, so gefühlt zumindest. Ja, Identität, wenn man diese Kategorie, ich bin nicht so ein Riesenfan von dem Wort, weil es mir eigentlich unsympathisch ist, identisch mit anderen zu sein, aber gut, wenn man das Wort schon mal verwenden will, wenn man das auf eine philosophisch anspruchsvolle Weise machen würde, Identität verstehen als ein Selbstverständnis, was veränderlich ist, was auch widersprüchlich ist, dann wäre das gar kein Problem, aber es gibt eben so ein vulgäres Verständnis davon, als könnte man die Gesellschaft in Gruppen einteilen, die man dann in Schubladen packt, wo man dann auch noch das Etikett Opfer und Täter draufkleben kann, sodass ganz klar ist, wer gehört zu den einen und wer gehört zu den anderen. Und dann gerät man aber schon in Schwierigkeiten. Was ist mit schwarzen Männern? Was ist mit weißen Frauen? Was ist mit Homosexuellen in der AfD? Was ist mit muslimischen Antisemiten? Und solche komplexen, widersprüchlichen Probleme kann man dann gar nicht mehr angehen, wenn man in so einer Streichholz-Schachtelwelt zugange ist mental. Jetzt sind wir in einer weltweiten Pandemie, ein Bruch irgendwie in gesellschaftlichen Systemen. Ich hätte da nicht mehr dran geglaubt. Wie ist dein Glaube an die Zukunft? Ist so ein Zerbrechen, so ein Aufbrechen von Gewissheiten, von Verunsicherung auch eine Chance oder ist das Quatsch zu sagen, diese Krise ist eine Chance? So ein Umbruch ist natürlich immer eine Chance, dass sich vielleicht Sachen in Bewegung setzen, die vorher sehr erstarrt waren. Im Moment sehe ich eigentlich, dass diese Corona-Krise nur Tendenzen verstärkt hat, die vorher schon da waren, und zwar auf eine sehr ambivalente Weise. Auf der einen Seite ist, glaube ich, der Neoliberalismus jetzt in noch breiteren Kreisen passé, weil man gesehen hat, der Markt regelt eben nicht alles. Staatliches Eingreifen ist notwendig, Solidarität ist notwendig. Gerade Leute, die in sehr schlecht bezahlten Berufen arbeiten, sind systemrelevant. Auf der anderen Seite, die negative Seite, ist aber natürlich auch diese Tendenz, die Internationalität, den Kosmopolitismus infrage zu stellen, die Grenzen wieder dicht zu machen, was auch im Zuge dieser Krise passiert ist. Diese nationalistische Tendenz hat auch weiter Zulauf bekommen. Von daher hat diese Corona-Krise eigentlich die Tendenzen verstärkt, die vorher schon da waren und bleibt ambivalent. Also können positive, aber auch negative Sachen noch im weiteren Verlauf dieser Zeit passieren. Und vielleicht werden wir im Laufe dieser Zeit nochmal miteinander reden. Du schreibst und stehst auch noch auf Bühnen oder kannst du derzeit auf Bühnen stehen? Ja, die letzten Monate waren dann natürlich sehr schwierig, weil es dann überhaupt keine Möglichkeit mehr gab, auf der Bühne zu stehen. So langsam gibt es wieder erste Möglichkeiten, an der frischen Luft Auftritte zu machen. Aber es ist natürlich für jemanden, der sehr stark davon lebt, auch öffentlich aufzutreten, ist es natürlich eine schwierige Zeit.
Zeit. Aber glücklicherweise haben wir in Berlin hier die kommunistische Regierung, die uns Unterstützung hat zukommen lassen. Hm. Wie das dann wird, wenn im Herbst die zweite Welle kommt oder auch nicht kommt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ist alles eine recht unsichere Zeit auch für schreibende und lesende Menschen. Trotzdem alles Gute für dich. Danke, Michael Bittner, und dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Tschüss.